ich gesehen? Nee, sieht nicht so aus. Okay, hier geht's nochmal rein in den Berg. Okay. Hinter mir ist keiner, aber da ist noch einer direkt vor meiner Nase gespawnt. Ach, kriege ich immer so einen Schrecken. Also irgendwie ist die Stelle hier ungünstig, wo ich gerade bin, weil da spawnen die dauernd nach. Da ist es total dunkel. Das mag ich natürlich auch nicht so gerne. Oh, da hinten ist ja niemand. So, ich hoffe, die habe ich jetzt erwischt, weil es dunkel ist. Ganz schön dunkel hier. Nee, da ist noch einer. Okay. Aber immer so über 200 XP bei jedem Gegner, das macht doch einigermaßen Laune. Jetzt wird es ungemütlich, wenn die dann noch von allen Seiten spawnen. Die machen auch ordentlich Schaden, ja, ja. Das denke ich mir doch. Okay. Ich möchte noch wissen, was da hinten ist. Okay, da ist nochmal so ein Lager. Aber ansonsten, eine Kiste sehe ich jetzt nicht, deswegen belasse ich es dann, glaube ich, auch dabei. Ja, da ist, glaube ich, nicht mehr drinnen. Ich hau mal lieber ab. Das wird mir zu viel und vor allem ist es da so scheiße dunkel, dass man da immer nicht sieht, wie viele Gegner eigentlich da sind. Okay. Und den nehme ich auch noch mit. Okay. Naja, dann bin ich fast schon wieder... Bei Level 44 habe ich die Hälfte fast schon wieder voll. So. Das hier ist ein gefrorener Fluss. Okay. Und hier ist noch eine Höhle. Aber hier führt auch so ein Weg rein. Noch weiter. Was ist das? Gunpowder Imp? Okay. Interessant. Oh, die nerven ganz schön, diese Typen hier. Diese Eisblöcke. Oh, machen die viel Schaden. Tschüss. Ich bin dann mal eben weg.
Also keine Ahnung, was es mit denen auf sich hat. Gunpowder-Imps. Die sind ja ganz unangenehm. Klein und schnell und machen viel Schaden. Das ist eine Kombination, die gefällt mir natürlich gar nicht. Da sind ja diese Wölfe hier harmlos. So, hätte ich dann jetzt vielleicht mal ein bisschen Ruhe. Ja, der hier gibt ja doch keine Ruhe. Ach, das waren gleich zwei. Verstehe. Okay, wir sind in Lusuko. Einem kleinen Dorf hier in dieser feindlichen Gegend. Hier gibt es auch ein paar Citizens. Gleich mal gucken. Gibt es hier irgendwie einen Shop oder sowas? Ein kleines Dorf mitten im Eis, im Schatten des Tower of Ascension. Ihr habt Nerven, dass ihr hier lebt. Okay, aber dich kann ich nicht öffnen. So, dann gehe ich hier wieder raus. Hallo. Und hier ist auch ein Quest-NPC. Kabak, okay. Ja, vielleicht hat das dann zu tun hier TNT. Vielleicht muss man da dann zu diesen Imps gehen. Defective Bomb Storage, okay. Nicht anzünden. Vielleicht braucht er irgendwie neuen Sprengstoff, um... Huch, wollte ich nicht. Ach, jetzt greift er mich an hier, weil ich ihn angegriffen habe. Nö. Dacht schon, ey, dass der plötzlich auf aggressiv umstellt. So, und hier oben hat man noch eine ganz schöne Aussicht. Was sind denn das für Partikel, die da durch die Luft fliegen? Das sieht ja ganz merkwürdig aus. Wo kommt das denn her? Okay, hier ist ein sehr verwinkeltes Haus. Aber irgendwie ganz hübsch. Okay, da komme ich gar nicht durch. Ich komme noch nach oben. Aber noch höher geht's nicht. Komme ich wieder nicht durch. Sehr merkwürdig. Okay, hier ist nur das Schlafzimmer. Dann eben wieder nach unten. Oder wo geht's hier noch hin? Okay, hier steht noch ein Lusuko Citizen. Hier ging's raus. So. Interessanter Baustil. Sehr klein und eng und verwinkelt. So, das hier wird nur so ein Turm sein. Ein Beobachtungsturm. Ja, so sieht's aus. Dann wieder runter. Und da ging ja noch ein Weg neben Lusuko. Noch weiter nach oben. Ich guck's mir zumindest mal an. Achso, hier ist ein Schmied und noch so ein Lager. Robfjord, okay. Hallo, Rob. Sowas hatte ich doch schon mal in Rümek. Da war auch, also das war kein Quest-NPC, sondern so ein
ja, normaler Dorfbewohner, in diesem Fall ist es eine normale Hexe und hat aber hier so einen Namen. Keine Ahnung warum. Und wer ist Rob Fjord? Ist das nur so ein Easter Egg oder so? Ich habe keine Ahnung. Na gut, dann hätten wir Lusuko erkundet. Und dann gucke ich noch ein bisschen hier rein. Das ist doch auch ein Gebäude. Das ist ein Relikt. Relic Guardians sind hier. Okay. Blue Powder. So, kriege ich das jetzt? Oder eher nicht? Oder muss ich Platz im Inventar schaffen wahrscheinlich? Ah, komm. Jetzt kommen sie natürlich angerannt. Aber die sind nicht so stark wie diese Frozen Iron Golems. Kommen mir die hier ein bisschen harmloser vor. So, ich schmeiß mal das hier raus. Kriege ich dann hier das Blue Powder? Okay, jetzt habe ich es bekommen. Hat es kurz geruckelt. Blue Powder 2. 3 von 15. Also, ich habe das dritte Relikt gefunden und bekommen. Und insofern hat sich auch diese Erkundungstour mal wieder gelohnt. Denn jetzt habe ich wieder ein Relikt gefunden. Blue Powder 2. Okay, plus 2 Knockback. Ah, Knockback setze ich ja irgendwie praktisch nie ein, weil ich irgendwie lieber hier mit dem Green Powder arbeite. Da wäre es cool, wenn ich mal ein plus 2 finden würde. Ich habe hier schon plus 2. Von dem Red Powder. Aber gut. Die Relikte möchte ich natürlich auch sammeln. Gucke ich mir noch diese Höhle da an. Was ist denn da? Ist hier so eine Statue steht doch da, oder täuscht das? Corrupted Sentinels sind hier. Da steht irgendwie jemand mit so einem Stock. Warum? Keine Ahnung, was es damit auf sich hat. Wie ein Denkmal. Leider ein bisschen dunkel. Ja, da sind nur die ganzen von diesen Sentinels. Okay, ich gehe mal hier außen rum. Die bewachen hier sozusagen dieses Denkmal. Okay. Keine Ahnung, was es damit auf sich hat. Aber ich hole mir natürlich hier noch ein bisschen XP. Okay. Hier wieder vorbei an den. Na gut, gehe ich hier außen rum. Muss ja nicht sein, dass ich mich in jede Mob-Gruppe reinstürze. Da ist eine Kiste. So eine kleine Ruine. Okay.
Naja, ansonsten da oben wird jetzt, glaube ich, nichts mehr sein. Immer mit der Ruhe. Na gut, aber die Lags haben ein bisschen nachgelassen, zum Glück. Mountain-Zombies sind hier, okay. Oh, da kommen noch ein paar Wölfe hinterher. Die sind Level 45, okay. Na gut, ich guck mal ein bisschen rein. Ohne zu wissen, ob das hier richtig ist, was ich tue. Okay, hier kommt man hier oben hin. Und kann dann nach unten gucken. Naja. Okay. Wo kommt man hier hin? Okay, hier kommt man noch mal. Hier sind noch mal Iron Golems. Okay. Aber gibt es hier noch was? Irgendwie eine Kiste oder so? Hier geht es auch nicht mehr weiter. Also das scheint es gewesen zu sein in dieser Höhle. Ich sehe da zumindest keinen weiteren Durchschlupf. Na gut, dann wäre die auch erkundet. Okay, muss ich nur noch an denen hier vorbei. Da unten ist nichts mehr und hier ist wieder der Aufstieg. Okay, dann wäre ich jetzt einmal rumgegangen, einmal im Kreis rum. Es gibt hier so ein paar Quests. Oder ich weiß nicht, ob die miteinander zusammenhängen, die NPCs. Das kann ja sein. Und ich gehe jetzt aber erstmal wieder zurück nach Nezaak und park da sozusagen meinen Charakter. Und ja, dann muss ich offscreen natürlich noch ein bisschen hier XP farmen, bis ich Level 45 bin. Und dann geht's weiter mit der nächsten Quest, mit Bobs verlorener Seele. Und ja, in diesem Sinne, tschüss und bis zum nächsten Mal, sagt der Loi.